Hallo zusammen, willkommen zu einer Sternschnuppen-Fotokritik, Fotobesprechung sollte ich das nennen und nicht Kritik, hat mir einer geschrieben. Nennen wir es, wie wir es wollen. Hintergrund ist, dass wir im August, Anfang, Mitte August, haben wir die Perseiden, ein Maximum an, oder sehr viele jedenfalls Sternschnuppen, wie man hier teilweise schon in klein sehen kann. Aufruf war zur Fotokritik. Ich habe unglaublich viele Bilder gekriegt und das war jetzt sehr unangenehm für mich, die letzten zwei Abende halt fast 200 Leuten zu schreiben, du, sorry, tolles Bild, aber ich kann dich leider nicht aufnehmen. Das ist einer der Gründe, warum ich Fotokritiken nicht so gerne mache, weil es für mich einfach furchtbar unangenehm ist. Ich kann mich gar nicht melden, das ist doof für dich, wenn du mir was schickst. Ich kann dir schreiben, du, sorry, ich kann dich nicht aufnehmen, das ist für uns auch beide doof. Es ist halt sehr schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar für die ganz vielen Fotos und ich habe wie immer ausgewählt, nicht zwingend nur irgendwie die besten oder sowas, sondern ein paar, die mir persönlich sehr gefallen haben und vor allem welche, wo ich das Gefühl habe, da kann ich was zu sagen, das vielen Leuten hilft. So, hier sind wir ein bisschen in der Übersicht und ich fange mal an mit, damit wollen wir anfangen. So, typisches Problem. Und zwar geht es hier so ein bisschen darum, das ist in der Nähe von Wien das Schloss und der Fotograf wollte gerne die Spiegelung hiervon komplett drauf haben. Man sieht sie hier. Das ging aber nicht, weil er nicht weitwinklig genug ist. Ich zeige das gleich. Weil er wollte natürlich auch viel Sternenhimmel drin haben. So, und das ist ganz, ganz typisch in der Sternenfotografie zu sagen, ja, ich möchte gerade Milchstraße, die ist halt echt groß. Also mit irgendwie 16 mm, 20 mm auf Vollformat gerechnet, kriegt man die Milchstraße ja in der Regel nicht rauf, sondern man muss dann eigentlich mehrere Bilder zusammensetzen. Und das wollte er eben gerade nicht. Das ist natürlich ein Problem, das kann ich euch auch nicht abnehmen, aber ich sage was dazu. Verwendet hat er die Nikon 7200 mit dem 16 mm bei Blende 2.8 und ISO 3200, 30 Sekunden. 30 Sekunden ist so grenzwertig, sieht noch gut aus, man sieht ein ganz bisschen, wenn man genau hinguckt, ist die Auflösung nicht so hoch, dass es auffällt. Ne, ist eigentlich noch gut. Man sollte jetzt fast schon so ein bisschen Sternspurenbewegung sehen, weil die Erde sich ja dreht. Das ist hier gerade noch so, dass man es eigentlich nicht wirklich sieht. Also nicht so, dass es auffällt. Sehr gut. Dann hat er sehr viel ISO-Rauschen drin natürlich bei ISO 3200. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Mein Tipp wäre, es braucht halt Photoshop und es braucht ein bisschen fortgeschrittene Techniken. Aber in diesem Fall ist eine sehr schöne Idee gewesen, auch sehr schön umgesetzt. Ich hätte wirklich zwei Bilder draus gemacht. Eins für den Vordergrund, halt ein bisschen weiter runtergeklappt noch, dass man die ganze Spiegelung drauf hat. Und die hättest du dann ja bei ISO 800 zwei, drei, vier Minuten lang belichten können. Dann wäre hier nicht so viel ISO-Rauschen drin, dann hättest du auch mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung und hättest dann den Himmel raufgesetzt. Weil hier dazwischen sowieso kaum Sterne zu sehen sind, wäre das sehr einfach gewesen, das zusammenzusetzen. Überhaupt keine Bastelei, sondern in ein paar Minuten gemacht. Aber klar, man muss das zusammensetzen, man muss halt Photoshop nehmen und so weiter mit allen Vor- und Nachteilen. Kann man immer sagen, man will das nicht, weil man das nicht will. Völlig gut. 16 mm ist eine ganze Menge, aber es ist halt eben der APS-C-Kamera. Also wenn du hier ein 10 mm Objektiv gehabt hättest, dann wäre es bequem gegangen, dass alles mit draufgegangen wäre. Das täuscht noch. Man hat so das Gefühl, 16 mm ist furchtbar viel, egal ob Vollformat oder APS-C. Ja, jeder Millimeter zählt in diesem Fall tatsächlich. Das ist natürlich immer so ein bisschen Kompromiss. Aber per se, super Bild, habe ich Freude dran, finde ich voll schön. Milchstraße ein bisschen zu sehen, ist das eine Sternschnuppe, ist es nicht, ich kann es einfach nicht richtig erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Sternschnuppe ist. Aber ich bin da wirklich, ich bin ja kein Astrologe, Nom und so weiter. Ich kenne mich da nur so bedingt aus. Also vielleicht. So, weil sie sollte eigentlich ein bisschen Farbverschiebung drin haben. Richtige Sternschnuppen haben, wir sehen das nachher auch noch, haben so ein bisschen verschiedene Farben drin. Deswegen bin ich mir nicht sicher. So. Ansonsten, tipptopp Bild, habe ich Freude dran. So, das ist mein persönlicher Favorit, einfach weil ich den Ort kenne und ein sehr schöner Ort ist, ist die Teufelsmauer im Harz. Ist natürlich bei uns im Zielfotomagazin auch als Spot drin. Ich musste mal wieder hin. Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich nicht hinfahren soll. Aber hier mit der Baustelle und wenig Schlaf mit der Ronja und so weiter, ja, war ich einfach zu müde. Aber ich musste endlich mal wieder hinfahren. Sehr schöner Ort. Das ist übrigens aufgenommen, steht leider nicht dran, aber in der E-Mail hat er geschrieben, das ist aufgenommen mit der Sony A6000 mit dem 12 mm Samyang und es sind zwei Aufnahmen, eine für den Vordergrund als Langzeitbelichtung und eine kürzere Belichtung halt eben für den Sternenhimmel. Finde ich mega cool. Das Problem hier ist ein bisschen, also nicht Problem, überhaupt nicht als Kritik verstehen oder sowas. Das Problem an 12 mm ist natürlich, dadurch ist das Heidekraut sieht größer aus als die Felsen. Das ist natürlich so, das wollte er in dem Fall auch, aber die Sternschnuppe ist halt sehr klein. Wenn man mehr, also Tele kann ich nicht sagen, aber zum Beispiel 24 mm oder sowas,
dann wäre natürlich, hätte man Panorama machen müssen, alles Aufwendiges, schwieriger. Dafür wäre natürlich die Sternschnuppe größer. Das ist das ewige Problem, das wir natürlich haben in der Sternfotografie. Nehmen wir mehr Brennweite und haben dafür die Sterne größer, oder nehmen wir mehr Weitwinkel und haben dafür halt was, mehr Möglichkeiten, mehr Ausschnitt und so weiter. Da gibt es keine richtige Antwort für. Also hat er gut gemacht so. Ich hätte genau das gleiche gemacht, 6300 mit dem 12 mm Samyang, mich da hingesetzt und irgendwie, ich kenne die Stelle halt, ich weiß, hier ist der Weg. Also ich hätte mich wahrscheinlich mehr oder minder an dieselbe Stelle gestellt und ja, ärgere mich, dass ich es nicht gemacht habe. kleiner Praxistipp noch, für Milchstraße, weil das sehe ich häufig, Milchstraßenbilder da von der Teufelsmauer, halt nicht genau bei Neumond kommen, sondern halt ein paar Tage vorher oder nachher, damit ein bisschen Mondlicht dabei ist. Das ging jetzt nicht, weil die Sternschnuppen waren nun mal in der Neumondnacht oder eine Nacht später, glaube ich. Das liegt in der Natur der Sache in diesem Fall. Und wenn du zur Milchstraße hinfahren möchtest, weil du in der Region wohnst, komm ein paar Tage vor oder nach Neumond. So als Praxistipp. So, wir bleiben mal so ein bisschen bei Gebäuden, bezogen auf das Schloss von eben. Ne? Wir bleiben mal hierbei. Das habe ich sehr häufig gesehen, sowas. Irgendwie ein Gebäude, diverse Gebäude, hier zum Beispiel auch, ne, sowas. Viele Gebäude als Vordergrund, weil die Frage ist ja immer, was nimmt man als Vordergrund? So eine Ruine ist immer sehr dankbar für sowas. Und man kann natürlich hingehen und die sogar noch anleuchten, wenn man das möchte. Also Lightpainting machen, damit der Taschenlampe ranleuchten oder sowas. Das kann man natürlich machen, da kann man auch mit rumspielen. Oder halt zwei Aufnahmen machen und sagen, okay, man hat die eine halt schon irgendwie zur blauen Stunde oder sowas, oder kurz nach der blauen Stunde, und die andere ist sehr viel später. Problem hierbei ist, deswegen habe ich das rausgegriffen, man sieht hier sehr schön, das würde ich sagen, ich bin kein Astronom und so weiter, ne, alles mit Vorsicht genießen, was ich sage, aber ich würde sagen, das ist eine Sternschnuppe und die ist nämlich grün hinten, und das wäre noch ganz typisch, dass sie diese grüne Verfärbung hat. Habe ich gelesen, ich bin kein Fachmann. So. Nichtsdestotrotz, ich bin Fachmann für Fotografie, und was ich hier gemacht hätte, ist, ich wäre in Bearbeitungsmodus gegangen und ich hätte mal einmal auf Auto gedrückt bei der Transformieren, auf Auto gedrückt und natürlich zu schnell beschränken. So. Das hat jetzt hier leider nicht geklappt, dann machen wir das wieder rückgängig und müssen hier mal einmal zu schnell beschneiden. Das Problem ist ein bisschen die stürzende Linie, die sind hier extrem. Einfacher wäre gewesen, aber es ging wahrscheinlich nicht, die Kamera viel höher bringen. Aber das Problem ist natürlich, die Kamera steht hier auf dem Stativ, er kippt sie nach oben, damit der Himmel drauf ist, und dadurch kommt es zu den stürzenden Linien. Und jetzt kann man damit natürlich so ein bisschen arbeiten, versuchen, die da rauszunehmen. Aber das wird jetzt hier irgendwie sehr schwierig. Das wird eigentlich nicht mehr gehen. So, du bist ja quasi so. Jetzt ist es deutlich weniger, aber ich verliere natürlich was. Also dabei dementsprechend extrem viel Rand lassen, damit man das nachher zuschneiden kann, wenn es nicht möglich ist, die Kamera höher zu bringen. Auch eine höhere Position suchen, aufs Autodach setzen oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da ist. Weil, ich setze es zurück und nimm das wieder raus. Also hier im Transformieren-Bereich. Weil so ist es halt schon sehr, sehr extrem. Das habe ich sehr häufig gesehen. Und deswegen gehe ich da so ausführlich drauf rein. Ansonsten super Sache mit der Sony A7 III mit 14 mm. Das ist das Sigma 14 mm 1.8. Beiblende 1.8 natürlich ISO 1000. 30 Sekunden bei ISO 1000, weil er sehr weitwinklig ist mit den 14 mm. Deswegen ist diese Verzerrung so stark. Das ist der Nachteil an so weitwinkligen Objektiven. Das kommt halt nicht ohne Preise. Der Vorteil ist natürlich, man kriegt viel drauf. Und in diesem Fall bei Blende 1.8, das ist natürlich eine coole Sache, dass man sagen kann, ja, bei Blende 1.8 muss ich halt eben die ISO gar nicht so hochziehen. Die Sony kann das aber, also hätte man auch ISO 2000 nehmen können und Blende 2.2 oder sowas. Es ist halt hier am Rand extrem matschig. Das ist natürlich so, auch das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Auch hier hätte man natürlich mehrere Belichtungen machen können und sagen können, das ist halt irgendwie Lightpainting und so weiter, habe ich gesagt. So. Aber cooles Bild. Bleiben wir ein bisschen bei den Gebäudesachen. Das ist eine kleine Windmühle und auch hier mehrere Sachen drin. Hier mit dem Grün drin würde ich wieder denken, das ist eine Sternschnuppe. Das da hinten sieht gepunktet aus. Das ist, glaube ich, Auflösung ist jetzt zu gering. Ist wahrscheinlich ein Flugzeug und das kann ich so nicht erkennen, ob es ein Flugzeug ist oder ein Satellit oder was das ist. So, auch hier ein bisschen, das Ding kippt um. Mal gucken, ob hier Auto geht. Nee, macht er leider auch nicht. Meistens klappt das, aber ja, wie das ist. Immer wenn ich es zeigen will, klappt es natürlich nicht. So, das ist ein bisschen gerader. Viel mehr Platz lassen halt, das hilft. Ansonsten, cooles Bild zu sagen, Milchstraße über Windmühle.
Kann man sehr gut machen. Und auch hier kann man natürlich sehr schön, da ist auch irgendwas Grünes dran, das ist hier wahrscheinlich irgendwo eine Straßenlaterne oder sowas. Da hinten ist ja auch eine. Also das kann man natürlich mit Light Painting auch noch zusätzlich machen oder so, wie man möchte. Das ist jetzt aufgenommen mit der, auch mit der A7 III, 16 mm, 20 Sekunden bei ISO 2500 und Blende 2.8. Aber mit dem 1635, okay, sehr gut. Auch sehr cool, das habe ich auch mehrfach gesehen, da muss was los gewesen sein am Abend. Das ist, na, wie heißt das Ding nochmal? Dieser Leuchtturm da unten bei Dresden, ja, fällt mir gerade nicht ein. Aber den habe ich häufig gesehen, Martin Göring zum Beispiel hat ein cooles Bild davon gemacht, fand ich sehr cool. Ich bin noch nicht selbst da gewesen, aber steht auf der Liste, ich müsste mal vorbeifahren. Also sehr lohnend, wenn man in der Gegend ist. Ich habe das Gefühl, es ist schief, ist ein bisschen schwierig zu erkennen hier, weil es sieht für mich aus, als wenn der See schief wäre, aber gleichzeitig sieht der Turm gerade aus. Das kann eigentlich nicht beides stimmen. Finde ich immer ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich habe das Gefühl, der See ist schief. So. Aber jetzt sieht der Turm schief aus. Ob das jetzt Verzerrung ist oder nicht, kann ich schlecht sagen. Aber für mich sieht der See jetzt gerade aus. Vielleicht ist der Turm auch schief. Das kann ja sein. Dann ISO-Rauschen ist natürlich ein großes Thema hier. Das ist die 6D, 15 mm bei 2500. Es war einfach eine sehr dunkle Nacht natürlich. Sterne sind schön zu sehen. Auch hier das gleiche Problem bei 15 mm sind die Sterne halt sehr, sehr klein. Und das, auch das vielleicht mal ausprobieren, wenn du sowas öfter machst. Achte mal drauf. Du hast ja wahrscheinlich auch ein bisschen gezoomt. Guck doch mal bei 18 mm, 20 mm. Wäre das nicht auch gegangen? Wären die Sterne nicht ein bisschen größer? Vielleicht. Wo ich hier ein bisschen Probleme mit habe, auch hier das gleiche wie immer. Vordergrund hätte man sehr schön zweite Belichtung mit weniger ISO-Rauschen machen können. Und vor allem bin ich nicht so richtig happy mit dem Weißabgleich. Ich finde das eine komische Grünfarbe hier. Ich glaube, ich hätte das ein bisschen runtergezogen. Vielleicht eher so. Denk mal drüber nach, wie du das gesehen hast. Vielleicht eher so. Und jetzt könnte man tatsächlich das Ganze ein bisschen dunkler machen. Tief ein bisschen runterziehen. So, zack. Und auch da könnte man überlegen, okay, warum mache ich das nicht nur oben? Zu sagen, okay, ich gehe hin. Und nimm halt einen Verlaufsfilter und mach den Himmel ein bisschen dunkler. So, vielleicht. Belichtung ein bisschen runter, vor allem die Tiefen ein bisschen runter. Zup. Weil hier sind Lichter der Stadt und da oben war es wahrscheinlich sehr schwarz. Einfach schwarz. Also schwarz. So, sowas vielleicht. Wie viel habe ich da jetzt? 40, vielleicht so. Ein bisschen mehr, als ich denke, dass es müsste. Und dafür insgesamt dann wieder ein bisschen hoch. Oder alternativ halt natürlich umgedreht. Sagen, man geht hier hin und zieht hier die Tiefen so ein bisschen hoch. Und deswegen wäre es gut, hier wäre weniger ISO-Rauschen drin, damit man da ein bisschen hochziehen kann, um das ausgeglichener zu machen insgesamt. Ansonsten finde ich sehr cool, auch führende Linie hier, damit der Blick geht zu dem Turm hin. Man kann natürlich immer sagen, man stellt noch eine Person daneben oder nicht. Völlig persönliche Freiheit. Das geht natürlich nicht bei 25 Sekunden. Aber diese führende Linie mit dem Weg finde ich sehr schön. Ich muss da eigentlich mal hin. Finde ich wirklich cool. Und wenn einer einen Schlüssel dafür hat und mir sagen kann, wie ich mich da oben hinstellen kann mit der Lampe, dann bitte bei mir melden. Also jetzt habe ich eine Idee in den Kopf gesetzt. Ne? Irgendwer macht das jetzt, verdammt. Also finde ich cool, habe ich Freude dran in dem Bild. So, gehen wir einfach mal weiter. Auch das habe ich sehr häufig gesehen, sowas. Auch da würde ich denken, das ist wahrscheinlich wirklich eine Sternschnuppe mit der Verfärbung. Hier hinten sieht man rot-weiß. Das ist auf jeden Fall ein Flugzeug und das sieht, glaube ich, auch nach Flugzeug aus. Das ist aufgenommen auch mit der 6D, 24 mm, 2.8 bei 10 Sekunden nur. Okay, da hätte man jetzt wirklich länger belichten können. Ich wette, ich weiß es nicht, Björn, aber ich wette, du hast es sehr lange, also eben nicht sehr lange belichtet und dafür nachher ziemlich hochgezogen wahrscheinlich, war das Bild ziemlich dunkel. Weil bei ISO 1600 sollte das hier eigentlich nicht so verrauscht sein, sondern wahrscheinlich ist das so, weil du es deutlich hochgezogen hast. Und da der offensichtliche Tipp, natürlich länger belichten, 20 Sekunden wären völlig gut gewesen. Das hätte also durchaus noch funktionieren sollen. Oder hättest du halt eben mehr Informationen drin gehabt. Mehr Informationen sind immer besser. Auch hier wäre es relativ einfach gewesen, diesen Vordergrund mit zwei Belichtungen zu machen, um das ISO-Rauschen zu reduzieren. Und ansonsten ist ein bisschen, deswegen gehe ich darauf ein, weil ich das häufig gesehen habe. Sowas hätte ich hier halt auch machen können. Ich bin halt jetzt nicht in die Heide gegangen, weil das genauso sieht das hier bei uns im Grunde auch aus, halt wie Wiese, Heidefläche, Bäume und darüber halt der Himmel. Ja, es ist auch gut und es war bestimmt eine Gaudi und so weiter und so fort. Es ist einfach nicht so interessant wie sowas. Vom Bild her. Also für mich persönlich sage ich, cooles Bild und hier sage ich so, ja, Sternenhimmel über Wiese.
Also nicht falsch verstehen, keine Kritik und so weiter. Einfach, ich weiß, wie schwierig das ist, gute Orte zu finden. Und die irgendwie keine Lichtverschmutzung haben und so weiter. Ich finde hier auch nichts, ich bin auch weit gefahren. Deswegen, ich habe keine Lösung dafür, außer zu sagen, irgendwie Augen aufhalten. Aber das macht das halt ein bisschen langweiliger. Und eine einfache Lösung haben jetzt relativ viele von euch gezeigt. So, eine Lösung ist nämlich das zum Beispiel. Und zu sagen, man macht sich selbst einen Vordergrund. Das ist zum Beispiel jetzt halt ein Herz, das er da mit Kerzen gemalt hat. Ich mache das ja häufig, dass ich mein Zelt hinstelle. Wenn ich mein Zelt hinstelle mit der Lampe drin, dann habe ich meinen Vordergrund, meinen interessanten Vordergrund. Oder was auch einige gemacht haben, ist, ich komme da gleich nochmal drauf, sich selbst hingestellt oder ein Boot hingestellt oder irgendwo auch ein Auto, da ist ein Auto. Also sich selbst einen Vordergrund schaffen, indem man zum Beispiel ein Auto dahinstellt. Das wäre noch so ein Tipp. So, wir gehen mal weiter. Auf Kalymnos ist er, glaube ich. Das Problem ist hier einfach leider ein bisschen, es ist ein extrem kleines Bild. Also das ist jetzt, das ist irgendwie volle Auflösung. Da, ihr müsst mir nicht 15 MB-Dateien schicken, habe ich häufig gekriegt. Und ich bin ja im Moment mit dem Handy unterwegs und habe kein Internet. Deswegen bin ich da nicht so richtig happy über 15 MB-Dateien. Aber die mit 200 KB sind auch einfach zu klein, um da irgendwas sehen zu können. Grundsätzlich, schöne Sache. Hier ist wahrscheinlich entweder eine Taschenlampe oder eine Lampe irgendwie, vielleicht steht da am Hotel oder eine Straßenlampe oder sowas. Das führt dazu, dass er sehr hell ist. Das ist natürlich cool, weil dadurch sieht man ihn halt. Und er sieht die Person sehr auffällig und auch die Felsen sind hier noch beleuchtet, ohne dass es zu sehr verrauscht. Das ist gut. Auch das Wasser ist schön zu sehen, find ich grundsätzlich gut. Es ist halt jetzt ein sehr harter Übergang zwischen den Lichtern und offensichtlich ist halt hier eine Lampe, was nicht schlimm ist oder so. Ist einfach sehr, sehr dominant jetzt dadurch. Wenn er aber den Bild sich selbst auf den Fokus legen möchte und sagen möchte, ich am Meer mit der Milchstraße, dann ist das, kann man das machen. Und macht sich selbst das Leben damit natürlich sehr viel einfacher, als wenn er jetzt im Dunkeln stehen würde. Also völlig gut. Und die Stimmung kommt rüber und man hat das Gefühl, ja, warum stehe ich da? Ich will da jetzt auch stehen. Mit oder ohne Kamera. Lieber mit der Freundin als mit der Kamera und am liebsten mit beiden. Also es macht einfach Lust, dahin zu stehen, oder? Ich habe Lust, da jetzt zu stehen. So, dann. Auch das habe ich häufig gehabt, Stauseen. Also im Harz zum Beispiel gibt es da ein paar Stauseen oder sonst wo. Kann man natürlich gut machen, weil mit der großen Wasserfläche, man sieht das hier sehr auffällig, die Wasserfläche ist natürlich viel heller als der Boden. Automatisch. Und je nachdem, was man ist, hat man da eine Spiegelung. Hier spiegelt sich halt der Pfosten wieder. Teilweise spiegeln sich sogar die Sterne wieder. Das kann also sehr schön sein. Das ist jetzt die Panasonic G85 bei 8 mm, also umgerechnet 16 mm, Blende 4, ISO 6400. 660 Sekunden, das ist also entsprechend zusammengesetzt. Hier lange für belichtet. Das ist natürlich ein Problem bei der G85. ISO-Rauschen ist natürlich ein Thema. Das ist einfach nicht eine A7S oder sowas. Das ist natürlich nicht dasselbe. Aber per se, schöne Bilder, da habe ich wie gesagt einen ganzen Haufen von gesehen mit der Milchstraße. Das ist jetzt keine Sternschnuppe, das sieht für mich nach einem Flugzeug aus. Aber es ändert ja nichts daran, dass es ein schönes Bild ist. Ich würde es denken, es ist schief, das kann aber täuschen. Ich habe da nicht so einen guten Blick für. Nee, ja, alles gut. Dann täuscht das einfach, weil das Ding so reinläuft. Das ist perspektivisch verzogen, das hat man ganz häufig. Und dadurch sieht, weil es so in den Horizont reinläuft, dadurch sieht das zumindest für mich schief aus, aber völlig gut. So, was könnte man besser machen? Milchstraße sieht man auch, der Weißabgleich ist nicht so schlecht. Ich mag das ja ein bisschen kühler. Meinetwegen auch persönliche Präferenz. Hier ist sehr viel dunkel. Da kann man natürlich drüber nachdenken, ob man das nicht einfach wegschneidet. Dann verliert er die Milchstraße, das ist ein bisschen das Problem. Aber man kann natürlich überlegen, ob man nicht zumindest sowas macht. Da ist der Dunkelanteil schon mal, guck mal hier aufs Histogramm, der Dunkelanteil ist schon mal geringer. Das ist ein dunkleres Histogramm, das so als Praxistipp. Aber per se, gute Sache. Ja, auch da Stauseen im Harz habe ich drüber nachgedacht, ob ich da nicht fahren soll. Und da wäre auch was Ähnliches rausgekommen. Das ist offensichtlich gefotoshoppt, im Sinne von mehrere Sternschnuppen reingemacht. Da habe ich ja meine Meinung zu gesagt. Aber kann man natürlich machen. Das ist aufgenommen mit der Sony RX100. Auch das habe ich relativ viele Bilder gesehen mit der Sony RX100. Cool, oder? Also mit der Kompaktkamera. Die sind heute so gut. Klar, die M5 ist natürlich auch entsprechend teuer, aber die sind so gut geworden, dass man das durchaus machen kann. Hier ist natürlich jetzt der Vordergrund mit dem Schiff sehr schön zu sehen, weil das ja auch beleuchtet ist. Milchstraße ist drin, einschließlich so ein bisschen Reflexion davon, dann halt eben mehrere Sternstuppen, Sterne und so weiter. Also insgesamt ein interessantes Bild. Wenn man halt, also ist natürlich ganz klar,
Sternenhimmel über der Hennessy. Ja, also die ist natürlich jetzt das dominierende Element in dem Bild, was in dem Fall gewollt ist und deswegen natürlich völlig okay ist. Vielleicht mal die Schifffahrtsgesellschaft anschreiben, die haben wahrscheinlich Freude dran, das Bild bei sich auf die Homepage zu setzen. So, noch ein ganz tolles Bild, an dem ich auch sehr Freude habe. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das im Bayerischen Wald aufgenommen. Das mag ich gerne, ich bin ja so ein Waldtyp eigentlich. Und Wald und dann noch Felsen drin, mag ich sehr gerne. Es sieht cool aus. Die sind auch hell genug, man sieht die Bäume noch schön, man sieht den Weg hier sehr schön, der Blick folgt dem Weg automatisch dahin. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich gewesen, hier steht jetzt ein Mensch erkennbar mit der Lampe in der Hand oder sowas. Das wäre das, weil mein Blick geht dahin, geht zu den Felsen und verliert sich dann so ein bisschen im Rest von dem Bild. Und wenn da ein Mensch gestanden wäre, wäre das noch so. Aber keine Kritik, sondern nur so als Gedankenanreiz. Ich weiß nicht, ob man darauf kann, keine Ahnung. Per se aber jedenfalls das am Dreißel. Per se sehr schön. Weißer Bleich mag ich gerne. Und Sterne drauf und so weiter. Es ist jetzt halt mit der XT20 aufgenommen bei ISO 3200. Mehr kann ich jetzt hier nicht sagen. Da vielleicht nochmal der Tipp, lass doch bitte die EXIF-Daten drin. Das macht es mir natürlich viel einfacher, jetzt da was zu sagen. Also finde ich cool. Finde ich sehr cool, habe ich Freude dran. Wenn ich das gemacht hätte, würde ich das auch posten und sagen, hier, cooles Bild, habe ich Freude dran. Überlege gerade. Nee, also finde ich wirklich gut. Gerade auch den Weg halt so geschickt reingenommen. Weil wenn man das zuschneidet und man nimmt den Weg weg, achte mal drauf. Jetzt ist der Sternenhimmel natürlich noch dominanter, die Felsen sind immer noch drin, aber es fehlt was, oder? Also der Weg gibt dem Ganzen so diesen Halt, für mich jedenfalls. Sonst hängen die Felsen so ein bisschen im Nichts. Außerdem gibt es so Regeln, ist immer so eine Sache mit Regeln. Aber wenn ich das andersrum zuschneide, dass ich quasi das so habe, sagen wir mal so, ignoriere mal die Milchstraße, aber von der Bildkomposition her. Jetzt ist das halbe Bild Felsen und das halbe Bild Himmel. Und dadurch wirkt es ein bisschen langweilig, weil man weiß nicht so genau, geht es jetzt um die Felsen oder geht es um den Himmel? Und deswegen sagt man so, man sollte eigentlich das Hauptelement, also den Himmel oder halt den Vordergrund, ungefähr ein Drittel haben. Das hat er nicht ganz, das muss auch nicht ganz, aber das ist so eine Faustregel, mit der ich sehr gut fahre eigentlich. Man hätte das hier machen können und sagen können, okay, warum nicht ein bisschen Himmel noch rausnehmen? Dann sind die Felsen noch dominanter und größer natürlich auch. Bei gleicher Anzeigefläche sind die ja größer und dadurch halt ein bisschen dominanter. Passt nicht immer, aber sehr häufig passt das. Darf vielleicht mal darauf achten, zu sagen, ungefähr ein Drittel. Und dementsprechend, also hier ist das Wichtige der Himmel, deswegen zwei Drittel Himmel und ein Drittel die Felsen. So, was haben wir noch hier? Lass mal wieder wegmachen. Auch das habe ich sehr viel gesehen. Sternenhimmel über Baum. Habe ich vorhin schon was zu gesagt. Ist halt nicht so richtig spannend, sondern der bessere Tipp wäre halt zu sagen, okay, wo ist es? Zu sagen, ich suche mir irgendwas Interessantes. Und das habe ich sehr häufig gesehen. Audis waren irgendwie dominant, ich habe einen Haufen Audis gesehen. Dass man sagt, man stellt das Auto hin, entweder sich selbst mit drauf, so eher mit der Stehlampe oder eher mit der Taschenlampe hier. Das kann man natürlich zusätzlich als Spielerei da reinmachen. Gerade, zumindest bei uns war es ein bisschen diesig, dann sieht man den Lichtstrahl tatsächlich, das kann man machen. Und dann ist es halt auch so ein bisschen mehr noch so, ich und der Sternenhimmel und also gerade so für Facebook ist es natürlich Bilder, wo man damit dann auch gut ankommt bei den Freunden, Bekannten und so weiter, die sich dann mit einem freuen, dass man da die Milchstraße gesehen hat. Aufgenommen übrigens mit der Sony 6500 bei 15 Sekunden, ich weiß nicht mit welchem Objektiv, weil nur ein Teil drin ist. Aber cool, wirklich cool sowas. Und der Wagen ist gerade noch mit drauf. Man kann natürlich immer überlegen, Auto sieht immer cooler aus, wenn man das von schräg vorne aufnimmt. Das hätte hier gut gepasst. Er hätte einfach das Auto hier halb auf die Straße stellen müssen. Ich weiß nicht, ob die, da ist wahrscheinlich Verkehr drauf, also dass das natürlich nicht gegangen wäre. Aber das so als Tipp am Rande. So, ich muss langsam fertig werden hier. Auch das habe ich häufiger gesehen, natürlich ganz, ganz typisch. Zu sagen, man nimmt einen großen See oder das Meer und hat einen Steg, der so reinführt, führende Linie. In dem Fall, ich weiß, wie es ist, ist es halt schade, die führende Linie führt dahin. Und dann geht das so quer hoch. Schöner wäre natürlich gewesen, aber es geht halt nicht. Schöner wäre natürlich gewesen, die Milchstraße wäre hier gewesen irgendwie. Also da nochmal hingehend, in einem anderen Monat, da vielleicht mal drauf achten, wenn die Milchstraße weiter rumgewandert ist, wäre noch so ein i-Tüpfelchen. Aber auch sonst, cooles Bild, macht Spaß. Nikon D750, 14mm 1.8.
Wahrscheinlich dann auch das Sigma, ne? So, was haben wir jetzt hier noch so? Ich blätter mal nur noch durch, weil die Zeit ein bisschen um ist. Das ist übrigens der Mythen in der Schweiz. Steht bei mir auch schon so lange auf der Liste, da war ich ewige Jahre nicht mehr. Fertig werden, sorry. Und das wollte ich noch loswerden. Habe ich mehrfach gesehen, Leute im Vordergrund und in der Regel sind die dann, ist jetzt schwierig. Das Problem ist ein bisschen folgendes, die 6000, 19mm, 2,8, alles gut. Er hat auf unendlich fokussiert und dann hat er sich davor gestellt. Dadurch, dass er die Lampe anhat und dadurch, dass hier die Lichtverschmutzung ist, was schön ist, er hat die Lichtverschmutzung geschickt eingesetzt, weil er hebt sich vor der Lichtverschmutzung ab. Schöner wäre natürlich gewesen, er wäre irgendwie auf einer kleinen Kuppe gewesen, sodass man weniger von der Wiese sieht. So ist halt doch ein Drittel des Bildes ist einfach Wiese, schwarz oder halt grün, aber so oder so Wiese. Und das will ich eigentlich nicht haben, sondern auf jeden Fall hätte ich hier was weggeschnitten davon. So. Viel weniger Wiesenanteil. Dann ist er dominanter, jetzt kann man das noch ein bisschen rüberschieben. So, finde ich schon mal sehr viel interessanter. Da bei solchen Bildern darauf achten, die Kamera sehr tief bringen. Je tiefer die Kamera ist, desto markanter ist die Silhouette. Das Problem ist jetzt folgendes. Die beiden Personen sind Autofokus. Wenn er auf, man kann es ja relativ einfach machen, die Person hinstellen, Taschenlampe auf sie richten, sodass man fokussieren kann, auf die Person fokussieren. Das führt dazu, dass dann eventuell, wenn das so nah dran ist, der Sternenhimmel leicht Autofokus ist. Aber das macht doch nichts. Weil das Wichtige ist ja jetzt, wir unter dem Sternenhimmel. Also müssen wir auch im Fokus sein. Und außerdem führt das dazu, dadurch, dass die Sterne leicht Autofokus sind, sind die größer. Achte mal darauf, wenn du Autofokus machst, das kennst du, das kannst du in der Stadt ausprobieren, abends Lichter der Stadt werden größer, wenn du auf ganz nah fokussierst. Sind die zwar Autofokus, aber halt sehr viel größer. Und dann wären zum Beispiel Sternzeichen, wenn da irgendwie der große Wagen oder sowas drin ist, dann sieht das jeder sofort, ah, das ist der große Wagen. Also das hat durchaus Vorteile, wenn man nah dran ist. Das noch so als Tipp am Rande. Und damit möchte ich jetzt auch aufhören. Ich gehe nochmal auf die Gesamtansicht. Nebenbei, ich drücke hier die L-Taste. L heißt Licht, ne? Lichter ausmachen. Also ihr habt es gesehen, es sind noch ein paar andere Bilder dabei, die ich gerne gezeigt hätte. Hier, komm, einmal machen wir noch. Genau dasselbe so ein bisschen, finde ich cool gemacht. Wir beide unter dem Sternenhimmel. Also wir genießen die Sternschnuppe. Man sieht es mit dem grünen Schweif, die Sternschnuppe. Und dadurch, dass hier noch ein bisschen Baum drin ist, ist es so ein bisschen so, ich bin jetzt der stille Betrachter hier. Finde ich ein ganz schönes romantisches Bild. Auch da kann man überlegen, warum nicht, Feuer darf man ja im Moment nicht, aber da eine kleine Lampe hinstellen oder so, dass ein bisschen mehr noch Picknick-Romantik irgendwie reinkommt, aber muss man nicht, einfach optional. In einem anderen Monat mit weniger Trockenheit, ein kleines Lagerfeuer wäre natürlich auch noch romantisch, schön. Aber wieder, ne? Da möchte ich doch mit meiner Familie sitzen und den Sternenhimmel angucken. Möchte ich wirklich. Und deswegen finde ich es ein ganz tolles Bild. Völlig unabhängig davon, von allen technischen Daten. Die Stimmung kommt rüber. Statt mit dem großen, starken Ben am Meer zu stehen, wäre ich natürlich auch gerne mit der Christina irgendwo auf der Wiese gesessen und hätte da den Sternsturm angeschaut. Und genau das Bild drückt genau das aus. So, damit Schlusswort. Was war das für eine Kamera? Schon wieder eine Sony. Wir haben irgendwie ein bisschen Sony-Dominanz. So, mal einmal schnell gucken. Metadaten, Kameras. Die A6 war ein paar Mal dabei, dann nochmal größer hier und dann hier irgendwie Sony Dominanz, ein paar Nikons und unbekannte Kameras. Okay. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp geben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Alles meine persönliche Meinung und alles positiv gemeint als Anregung und niemals irgendwie als irgendwie negative Kritik oder irgendwas. Alles gut. Ich finde alle Bilder toll, sonst hätte ich sie auch nicht gezeigt. Und ich weiß, wie schwierig das ist und so weiter. Also, ich freue mich auf die nächste Fotokritik, dann irgendwann mal im Herbst, zu irgendeinem anderen neuen spannenden Thema. Das werde ich dann rechtzeitig wieder bekannt geben, wie immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.